herzlich willkommen zu Extra 3. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, meine Damen und Herren, dass uns smarte und digitale Lösungen und kluge Apps helfen werden bei der Bekämpfung der Pandemie. Doch, doch, es wird noch so sein. Ich bin nicht der Einzige, der das hofft. Millionen Deutsche hoffen ja nach wie vor auf einen Nutzen der Corona-Warn-App. Und Bodo Ramelow versucht es eben mit Candy Crush. Also jeder, wie er mag. Aber wir wissen alle, Deutschland und digitale Lösungen, es ist nun mal so eine Sache. Noch älter als die Geschichte von Kain und Abel ist die Geschichte von Kain und Kabel. Die Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern zum Beispiel funktioniert ja nicht nur deswegen nicht, weil die Zahlen zu hoch sind, sondern auch, weil die Gesundheitsämter immer noch mit vorsintflutlichen Methoden arbeiten. Also man könnte theoretisch durchaus mehr Kontakte nachverfolgen. Dazu bräuchte man aber zum Beispiel eine einheitliche bundesweite Software. Gibt's schon. Gibt's schon? Gibt's schon. SORMAS heißt das System, das schon 2017 entwickelt wurde und die Kontaktnachverfolgung erheblich erleichtert. Bundesweit sind aber nur 100 von 400 Behörden überhaupt angeschlossen. Alle anderen müssen weiter zum Fax greifen, um Daten an die Nachbarstadt zu übertragen. Ja, darüber werden zukünftige Generationen mal staunen. Wozu Computer, wozu Software, wenn es andere bewährte Methoden gibt? Stift, Fax, Telefon, Schluss aus. Und wenn es schnell gehen muss, dann läuft es wahrscheinlich auch mal so. Familie Müller muss sofort in Quarantäne. Weitersagen. Es würde mich nicht wundern. Dabei liegt es doch auf der Hand, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen effektiver Pandemiebekämpfung und Digitalisierung. Das ist doch vollkommen klar, ja, dass die Digitalisierung uns da helfen könnte. Im internationalen Ranking der Digitalisierung von Staaten steht Deutschland aber zurzeit auf Platz 18. Platz 18, das ist nicht besonders gut. Wir wurden im letzten Jahr von Österreich überholt. Nichts gegen Österreich, aber es ist ein Land, in dem die modernste Kommunikationstechnik lange Alphörner waren. In Schweden hat jeder verdammte Köttbullar seinen eigenen Instagram-Account. Und bitte, ich will jetzt hier nichts lesen. Ich will keine Mails, dass Köttbullar nicht Köttbullar ausgesprochen werden. Darum geht es nicht. Ich spreche hier von Digitalisierung, ja? Konzentrieren Sie sich bitte. In Estland ist seit Jahren jedes Taxi mit WLAN ausgestattet, habe ich mir sagen lassen. Und was machen deutsche Behörden, wenn sie WLAN brauchen? Am schnellsten ist es oft, sie bestellen ein Taxi aus Estland. Ein Fotograf im Sauerland hatte eine besonders pfiffige Idee. Martina Hauschild weiß mehr. Bei Klaus-Peter Kappes in Schmalenberg startet hier im Büro gleich ein Wettlauf. Der Fotograf will wissen, wer seine Fotos schneller zur Druckerei bringt. Das Internet oder ein Pferd. Ich habe mich einfach furchtbar geärgert, dass das Glasfaserkabel seit Monaten in der Straße liegt, aber nicht genutzt wird. Und dann kam ich beim Nachrechnen auf die Idee, unsere Pferde, die sind viel, viel schneller in Schmalenberg, dem nächsten Ort, als die Datenübertragung. Der Wettlauf beginnt. Herr Kappes versendet 4 GB Fotos per Internet. Das Kupferkabel rappelt, was das Zeug hält. Zeitgleich schickt er 2 Eilboten zu Pferde mit einer Foto-DVD auf den Weg in den Nachbarort, 10 Kilometer entfernt. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Das ist also gar nicht mal nur ein Jux. Natürlich war das jetzt mal, haben wir gesagt, das nehmen wir einfach mal so auf und zeigen mal, dass der reitende Bote hier immer noch der zuverlässigste Kommunikationsweg ist. Aber es ist nicht völlig irreal. Eine Stunde vergangen. Die Daten rattern immer noch. Gleichzeitig preschen die Pferde, also traben gemütlich, fast arrogant durch das Sauerland. Erstmal fand ich die Idee gut. Ich muss eh das Pferd bewegen, also war das jetzt kein Unterschied, ob ich so ins Gelände reite oder nach Schmalenberg. Nach 104 Minuten dieses spannenden Wettlaufs gewinnen die Underdogs, also die Pferde. Dankeschön. Das Kupferkabel braucht noch 2 Stunden. Klaus-Peter Kappes aus Schmalenberg ist Fotograf und hat es sogar in die Times und in die Daily Mail geschafft. Und zwar nicht mit einem Foto, sondern seiner super lahmen Internetverbindung. Das Glasfaserkabel liegt zwar schon lange im Keller von Herrn Kappes, aber das heißt nichts, sagt die Telekom und teilt mit. Auch wenn im Haus bereits der Glasfaseranschlusspunkt gelegt wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die Gegenseite bereits mit sämtlicher Infrastruktur fertiggestellt und betriebsbereit ist.
Doch dann ein Anruf der Telekom. Nachdem die internationale Presse das dann sogar aufgegriffen hat, rief mich dann ein hoher Telekom-Funktionär an und sagte, also in der ersten Januarhälfte, dann kommt eine Spezialtruppe aus Bonn und macht den Anschluss flott. Und das hat dann auch wirklich geklappt. Glückwunsch. Gut, die Nachbarn haben noch kein schnelles Internet, aber die können sich ja mal die Eilboten von Herrn Kappest leihen. Das wäre auch eine Lösung für deutsche Schulen. Es hat sich ja an deutschen Schulen auch nach einem Jahr Corona wenig geändert. Überraschenderweise sind die Schulen immer noch nicht vorbereitet. Wir sind jetzt nach den Ferien in ein digitales, ich weiß noch gar nicht, ob man das überhaupt Lernen nennen kann, gestartet. Genauso wie es qualitativ auch gewesen ist, als wir letztes Jahr im März in die Schulen mehr oder weniger gestartet sind. Da ist doch wunderbar. Ich finde, wir sollten das positiv sehen. Das ist ein bisschen Kontinuität in diesen unsicheren und unsteten Zeiten, oder? Noch immer haben sehr viele Schulen kein WLAN. Ich glaube, eher bekommt die Lufthansa vergoldete Flugzeuge als deutsche Schulen eine funktionierende Ausstattung für Online-Unterricht. In ganz, ganz vielen Fällen ist man wirklich nicht weitergekommen als wir schicken Arbeitsblätter per E-Mail. Ich sage Ihnen, wenn wir in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ähnlich schnell wären, gäbe es noch keine Impfung. Wäre die Kultusministerkonferenz zuständig für das Thema Impfung, sie würde statt Impfungen Exorzismen empfehlen. Ja, haben wir immer so gemacht. Nein, es ist zeitgemäß auch. Entsprechende Empfehlungen bei Pandemie, der Exorzismus, ja, ist das Mittel der Wahl. Noch immer müssen die Eltern Hilfslehrkräfte spielen, wenn denn Eltern da sind, die das irgendwie neben ihrem eigenen Job im Homeoffice hinbekommen. Die Kinder, die diese Unterstützung zu Hause nicht haben, die fallen komplett durchs Raster. Das ist Klassenkampf im doppelten Sinne. Die einen kommen mit Hilfe und technischem Equipment gut durch die Krise durch. Die anderen werden vergessen. Es ist eine Schande. Und wenn schon die Schicksale dieser Kinder und Jugendlichen offenbar nicht interessieren, es kostet ja auch Geld. Vielleicht ist das wenigstens ein Argument. Nach Schätzungen des IFO-Instituts entsteht durch ausgefallene Bildung und geringere Qualifikationen unserer Gesellschaft insgesamt ein wirtschaftlicher Schaden von über 3,3 Billionen Euro. Wir haben dann vielleicht nicht nur 15% der Schüler, die funktionale Analphabeten sind mit 15, sondern wir haben dann vielleicht 20% oder 25%. Und die Frage ist, ob wir uns das als Gesellschaft leisten können und leisten wollen. Das ist die Frage. Lassen Sie uns mal kurz gemeinsam überlegen. Nein, das können wir uns nicht leisten, dass diese Kinder in 10 Jahren bei Wer wird Millionär die 500-Euro-Frage nicht mehr beantworten können. Was ist der Beruf eines Kultusministers? A. Metzger, B. Lokführer, C. Kultusminister, D. Weiß nicht. Die richtige Antwort ist natürlich D. Und was sagt Bildungsministerin Karliczek zu dem Totalversagen der Politik? Die sagt, hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, dann hätten wir das mit der Digitalisierung anders gehandhabt. Ist aber auch gemein. Warum hat denn niemand Frau Karliczek gesagt, dass es eine Pandemie geben würde? Da hätte die Fledermaus aus Wuhan doch mal anrufen können. Ja? Und warum hat mir eigentlich keiner gesagt, dass Frau Karliczek mal für den Digitalpakt zuständig sein würde? Dann hätte ich mir das mit den Kindern auch noch mal überlegt. Bei mir im Studio ist nun der Schulberater der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Also ein Mann, der uns vielleicht mehr sagen kann zu diesem verwirrenden Thema Schulen auf oder Schulen zu oder wie oder was. Und hier ist der Tisch und ich sage herzlich willkommen, Maximilian Schaffroth. Hey, ich freue mich, dass Sie sich so freuen, mich zu sehen. Ich freue mich sehr, ja. Schön, hier zu sein. Ich schätze das Format, ich schätze die Sendung, auch die persönliche Begegnung. Sie sagen eben, Sie sind verwirrt. Ja. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir das jetzt und hier als Chance, die Verwirrung aufzulösen. Denn die Bundesregierung hat natürlich einen ganz klaren Fahrplan und den erkläre ich Ihnen gerne. Ja, den Eindruck eines Fahrplans habe ich nun wirklich nicht. Das vermittelt sich mir nicht. Ich habe das Gefühl, Sie haben es verschlafen, Konzepte für Präsenzunterricht vorzulegen. Sie setzen auf Distanzunterricht. Da funktionieren aber auch die Konzepte nicht, beziehungsweise es gibt gar keine. Also wo ist er, der klare Plan der Bundesregierung? Der klare Plan der Bundesregierung ist die Schule des Lebens, Herr Ehring. Und ich denke, die Kids zu Hause wissen jetzt genau, was ich meine. Ja, mit zwei Erwachsenen zusammen, 12 Monate auf engstem Raum. Da weiß man als Kind auf jeden Fall, wie man nie werden möchte. Das ist Schule. Das ist Erkenntnis. Es ist ein Weg zur Erkenntnis. Da ist Sozialkunde drin, da ist Stochastik drin. Wie wahrscheinlich ist es denn heute, dass meine Eltern nach dem Tatort wieder in ihren eigenen Chipsbröseln einschlafen oder mit Wasabi-Rotweinsuppe? Ich bezweifle jetzt einfach mal rundheraus den Lerneffekt beim Beobachten schnarchender Eltern. Ich glaube, das ist Quatsch. Fakt ist, es holpert beim Distanzunterricht und mal ehrlich, den Lehrplan durchzukriegen, das ist doch eine Wunschvorstellung. Das wird nicht klappen. Die Kinder holen das doch nie auf. Das klingt demotivierend. Ich möchte jetzt hier für die Kids auch mal eine Lanze brechen. Es ist 23 Uhr, in Zeiten von Homeschooling gucken die uns jetzt zu.
Kids, ich bin auf eurer Seite, ich bin der Bro. Wir sind ja in die Zeiten, in denen Erwachsene hier im Abendprogramm über die Kinder zu Hause sprechen. Das ist vorbei, das ist passé, das ist eine andere Generation, das ist eine Teamgeneration. Die Pandemie macht uns alle zum Team, sie und mich, die Kids und die Eltern. Die Eltern werden zu Kollegen im Homeoffice, die Familie wird zu einer Art Freelance-Team. Das fördern wir als Bundesregierung aktiv. Wir wollen die Verlagerung von Schule ins Zuhause, sozusagen ins Kinderzimmer, die verlängerte Schulbank. Das ist ein Projekt von Frau Karliczek und mir. Das ist nicht nur klug, Herr Ehring, das ist auch billig, wenn die Eltern mit anpacken. Ja, wir müssen alle den Gürtel länger schneiden. Ja, aber Sie versuchen mir jetzt einfach weiszumachen, dass es ein Vorteil ist? Es ist doch nicht wahr. Irgendwie Personalabteilungen, die werden sich um die Corona-Generation reißen. Mein Wort. Die Generation C ist super selbstständig, auf Augenhöhe mit Erwachsenen, extrem resilient, konfliktfähig. Die sagen auch nicht mehr Mama und Papa. Da passieren tolle Dinge. Wissen Sie, die Kinder, die stehen morgens um 9 auf, die schlürfen mit dem Laptop unterm Arm in die Küche, sagen, moin Klaus, moin Karin, ist der Kaffee warm? Küche ist Kantine, das Wohnzimmer ist Open Workspace. Das Kind sagt auch nicht mehr, ich möchte Cornflakes und Kakao. Das ist vorbei. Die Kinder stehen auf und sagen, Kollegen, es ist 1100 CET. Ich habe jetzt Conference Call mit Fräulein Honig zum Thema Fortpflanzung von Schalentieren. Ab in die Garage mit euch. Das ist die Wahrheit. Das ist schrecklich. Also wenn das die Wahrheit ist, dann ist es wirklich schlimm. Kinder sollen doch Kinder sein dürfen. Kinder brauchen auch soziale Kontakte. Die müssen sich austauschen mit Gleichaltrigen, mit Freundinnen und Freunden. Die sind doch auch komplett unausgelastet. Da staut sich doch ein unglaublicher Frust auf im Moment. Da haben Sie einen Punkt, Herr Ehring. Das bestätigen die Daten, das können wir messen. Wir haben seit 2020 einen ansteigenden Screen-Drop-Index. Was ist das, der Screen-Drop-Index? Der Screen-Drop-Index misst die Anzahl der Endgeräte, die aus Frust den Raum durchs Fenster verlassen. Das ist eine wichtige Zahl für uns und auch da hat die Bundesregierung natürlich einen Plan. Die Nintendo Wii Pausenhof-Simulation. Liebe Kids, das ist für euch zu Hause. Da könnt ihr in Full HD auf Bäume klettern, da könnt ihr euch prügeln, da könnt ihr die Lehrkräfte und den Ehring mit Wurstbroten bewerfen. Das ist eben genau der Punkt, die Lösung in der Lösung. Endgeräte aus dem Fenster schleudern. Das ist super einfach. Es läuft auf allen Geräten. Es ist aufgebaut auf der Infrastruktur des Flashplayers. Super stabiles System. Der Flashplayer wurde vor einem Monat eingestellt. Ja, wenn Sie das sagen, dann leite ich das so weiter. Dafür haben wir sicher auch einen Plan. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Leider haben Kinder und Jugendliche einfach keine Lobby. Also wenn sie schlau wären, dann würden sie ihr Taschengeld zusammenlegen und einfach mal einen Lobbyisten einkaufen. Warum denn nicht? Es gibt doch Leute auf dem Lobbystrich. Karl Theodor zu Guttenberg zum Beispiel. Der hat Merkel dazu gebracht, für die kriminelle Firma Wirecard in China Werbung zu machen. Warum sollte man so einen zu Guttenberg nicht als Lobbyisten für deutsche Schüler engagieren? Ich wette, nach einer Woche hat jede Schule zumindest mal einen neuen Kopierer. Schulen haben in der Pandemie einfach keine Priorität. Ja, man muss es so sagen, Schlachthöfe können weiterarbeiten. Auch die Verwaltung tut sich schwer mit Homeoffice, lässt die Leute größtenteils antanzen im Büro. Autokonzerne können selbstverständlich weiter produzieren wie bisher. Ist kein gutes Beispiel, denn Autos sind natürlich wichtiger als Kinder. Zumindest in Deutschland, deswegen gibt es ja auch mehr Autos als Kinder. Man kann die Unterschiede ja mit Händen greifen. Bei Schülerinnen und Schülern heißt es beim Täuschungsversuch 6. Bei VW heißt es beim Täuschungsversuch Staatshilfe. Autos haben auch jede Menge Vorteile gegenüber Kindern. Machen wir einfach mal einen kleinen Faktencheck. Was ist besser, Auto oder Kind? Da kann man zum Beispiel sagen, ein Kind kostet, bis es 18 ist, etwa 130.000 Euro. Für den Preis kriegt man 4 nagelneue Golf. Punkt fürs Auto. Check. Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, ist anstrengend. Mit Kindern noch viel anstrengender. Punkt fürs Auto. Check. Für ein Kind braucht man eine größere Wohnung. Das Auto darf man umsonst auf der Straße abstellen. Punkt fürs Auto. Check. Das Auto stinkt. Kinder manchmal schlimmer. Punkt fürs Auto. Also kein Wunder, dass Kinder kaum eine Rolle spielen. Ich denke, es braucht da mal ordentlich was auf die Ohren. Und zwar von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Jetzt pass mal auf, das hier sind Kinder, die werden gern mal übersehen. Die Pandemie macht das noch schlimmer, sie fangen an, die Wände hochzugehen.
Kita, Schule, alles zu. Eltern im Homeoffice, die sagen, lass mich in Ruhe. Keine Freunde treffen, oh Backe, immer allein zu Hause ist. Backe. Wer braucht Online-Unterricht, kriegt den aber nicht. Kinder. Wer sind die wahren Helden? Kinder. Wer hat trotzdem nichts zu melden? Wer hängt vom Tablet bis zum Koma und hat Abstand zur Oma? Kinder. Schüler sein ist eh schon hart, Schule wird kaputt gespart. Willst du da ins WLAN gehen, musst du auf den Tischen stehen. Und es gibt noch ein Problem, mit dem deutschen Schulsystem hast du ein armes Elternhaus, ist der Ofen aus. Ihr seid gearscht, denn ihr seid Kinder. Wenn ihr was sagt, hört keiner zu. Keine Sau. Ihr habt kein Geld und keine Lobby, denn ihr seid nicht die Autoindustrie. Und eine kaputte Erde kriegt ihr noch dazu. Es bleibt kompliziert mit dem Bau von Nord Stream 2. Gut, es ist auch Nord Stream 2. Es ist ja meistens so bei Fortsetzungen, sie ziehen sich und sind oft schlechter gemacht. Durch die Pipeline soll bald russisches Gas direkt durch die Ostsee nach Deutschland transportiert werden. Es gibt viel Kritik an der Pipeline, aber Mecklenburg-Vorpommerns eigensinnige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ja, sie steht dazu, es ist ihr unglaublich wichtig, dass die Pipeline kommt. Und deswegen hat Schwesig eine Stiftung gegründet, die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV. Klima- und Umweltschutz MV, nicht zu verwechseln mit der Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV, die gibt es auch. Und zwar schon seit 1994. Diese Stiftung verfolgt Natur- und Umweltschutz ohne eigene finanzielle Ziele und zieht momentan auch keine Gaspipeline durch das Ökosystem mehr. In Schwesigs Stiftung Klima- und Umweltschutz MV hat wiederum das Land Mecklenburg-Vorpommern 200.000 Euro investiert und Gazprom hat sich eingekauft mit 20 Millionen Euro in die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV. MV in dem Fall die Abkürzung für Mega-Verarsche. Andere Umweltverbände wie BUND, NABU und WWF verweigern jegliche Zusammenarbeit mit dieser Umweltstiftung. Kein Wunder, denn Energieriesen wie Gazprom stehen jetzt eher nicht auf der Liste der bedrohten Arten. Es gibt meines Wissens überhaupt nur einen einzigen Umweltschützer, der die Ziele dieser Stiftung unterstützt, ein gewisser Wladislaus Putowski. Wie auch immer. Ziel der Stiftung ist es, Material für den weiteren Pipeline-Bau bereitzuhalten und ihn so zu ermöglichen. Denn in Schwerin hofft man ja, dass Stiftungen nicht von Sanktionen betroffen sind. Die sind gemeinnützig, möglicherweise nicht von Sanktionen betroffen. Und die USA haben ja bereits Sanktionen verhängt, die teilweise ziemlich wehtun. Das Schiff heißt Fortuna und es ist seit Dienstag das fahrende Unglück. Wer der Fortuna hilft, wer ihr Pipeline-Rohre liefert oder Klopapier, muss mit sofortiger Strafe der USA rechnen. Wenn man Klopapier liefert, das ist ungemütlich. Auf hoher See, ohne Klopapier. Solche Sanktionen will Schwesig eben vermeiden. Im Grunde verpasst sie aber mit dem Umweltschutzdeckmäntelchen einfach Gazprom einen grünen Anstrich. Und Putin? Ja, Putin bedankt sich. Der hat ja gerade ziemlich viel Ärger am Hals, denn Kreml-Kritiker Alexej Nawalny macht einfach nicht das, was Putin wollte. Erst sterben, hat er nicht gemacht. Jetzt ruhig im Knast sitzen, macht er auch nicht. Nawalny inszeniert seine Haft mit Hilfe von sozialen Medien so, dass immer mehr Menschen für ihn und gegen Putin auf die Straße gehen. Ist natürlich auch ein Selbstschutz, denn je mehr Nawalny in der Öffentlichkeit vorkommt, umso verdächtiger wird es, wenn er auf einmal doch zufällig an einem Schnupfen versterben sollte. Nawalny selbst ist auch kein Gandhi. Er hat in seiner Vergangenheit auch mit rechtsextremen Kreisen zusammengearbeitet, sich dann wieder distanziert. Er ist ein Populist, das kann man, glaube ich, so sagen, der aber ein Hauptziel hat, das ihn für viele Russen sympathisch macht. Er will Putin loswerden. Vergangene Woche hat Nawalny einen zweistündigen Film veröffentlicht, in dem er Putin als korrupten Oligarchen zeigt, der unter anderem einen unglaublichen Protzpalast besitzt. Die Dimensionen sind unfassbar, auch die Vergleiche. Stellen Sie sich Monaco vor. Das Gelände, um das es hier geht, ist so groß wie 39 Monacos. Das Gelände so groß wie 39 Monacos. Darin eine Spielhalle so verrucht wie 73 St. Paulis. Und ein Klo mit dem Geruch wie 125 Leverkusens. Ja? Oder wie das Verlegeschiff Fortuna. Putins Anwesen an der Schwarzmeerküste beinhaltet offenbar unter anderem eine Kirche, ein Amphitheater, ein Casino, ein unterirdisches Eishockeystadion, ein Teehaus, einen Hubschrauberlandeplatz, einen Tunnel zum Strand sowie Weinberge. Ha. Vielleicht ist Friedrich Merz doch nur gehobene Mittelschicht. Putin sagt, es stimmt alles nicht, es ist nicht sein Anwesen, das ist gelogen.
Also was denn nun? Tobias Döll hat mal einen Blick in Putins Tagebuch geworfen. Vladis wilde Woche. Liebes Tagebuch, ich fühle mich wie neugeboren. Und das liegt nicht nur an Botox in meiner Stirn, sondern an meinem alljährlichen Eisbad. Ein russisches Sprichwort sagt, ein Putin zittert nicht vor dem Eis, das Eis zittert vor dem Putin. Apropos zittern, viele meiner Untertanen, oder besser gesagt einige wenige viele, haben den Samstag in der Kälte verbracht, um für den Giftsimulanten Nawalny zu demonstrieren. Während der feine Herr im Warmen eine Suppe auf Staatskosten genießen durfte. Da habe ich natürlich meine Polizisten gebeten, den frierenden Demonstranten ein bisschen einzuheizen und die Armen ins Warme zu bringen. Natürlich Frauen und Kinder zuerst. Und zum Dank wurden die Polizisten mit Schneebällen beschmissen. Na, ich glaub, mich knutscht mein Hund. Alles nur, weil Nawalny im Internet einen vom Pferd erzählt hat. Also nicht ich auf dem Pferd, das wäre ja gut, sondern irgendwelche Lügengeschichten von einem angeblichen Putin-Palast für 1,3 Milliarden Euro. Als wenn ich mir jemals eine so billige Absteige bauen lassen würde. Streite diese Korruptionslügenmärchen in einem Fernsehinterview ab. Na, können diese Augen lügen? Vielleicht. Aber wer in Russland ohne Korruption ist, der werfe den ersten Schneeball. Ach Moment, das hatten wir ja schon. Egal. So, auch bei Nord Stream 2 läuft wieder alles wie geschmiert. Also ich meine nicht so geschmiert, sondern so lecker. Und bis der alte Tata-Kreis aus Amerika merkt, dass wir doch weiter buddeln, sind wir mit der Pipeline schon kurz vor West-Berlin. Also Nord Stream 2 kommt, Nawalny geht und ich bleibe und mache es mir als Präsident bequem. Mindestens bis 2036. So ein Palast muss sich ja auch lohnen. Ach nee, das ist ja eigentlich gar nicht mein Palast. Wie auch immer, ich muss los. Muss dem dummen Trump noch Nachhilfe in Wahlmanipulation geben, damit er es beim nächsten Mal nicht schon wieder verbockt. Dos vidania, dein Vladi. Der Bundesverkehrsminister hat jetzt auch einen E-Mail-Skandal. Andreas Scheuer, die deutsche Hillary Clinton. Damit steht fest, US-Präsidentin wird der schon mal nicht. Morgen tagt ja der Bundestagsuntersuchungsausschuss zur verkorksten PKW-Maut. Sie erinnern sich, das Projekt seines Lebens, für das Scheuer mit Mautbetreibern Verträge gemacht hat, ohne abzuwarten, ob die Maut überhaupt rechtens ist. Die Maut wurde dann vom Europäischen Gerichtshof kassiert. Scheuer hatte aber schon alles unterschrieben. Und jetzt steht eine Forderung der Mautbetreiber im Raum von sage und schreibe 560 Millionen Euro. Scheuer hat offenbar heimlich mit den Mautbetreibern verhandelt und sich dazu auch Informationen auf seinen privaten Mail-Account schicken lassen. Es gingen auch Mails an den Account seines Bundestagsbüros, genauer gesagt an seinen Staatssekretär und Intimus Gerhard Schulz. Ein Mann, der übrigens nach dem Mautskandal beurlaubt wurde und jetzt für eine Mautfirma arbeitet, wo er nochmal Fettgeld einsammelt oder, wie es in der Mautfachsprache heißt, Doll Collect. Scheuer hatte zunächst zugesagt, er wolle seine E-Mails vom Untersuchungsausschuss untersuchen lassen und hatte vollständige Transparenz versprochen. Dann hat er nochmal im Fremdwörterduden nachgeguckt, was genau Transparenz bedeutet. Will er jetzt doch nicht. Jetzt stehen die Mails als wichtige Beweismittel nicht zur Verfügung. Vielleicht will er dem Ausschuss einfach Arbeit ersparen, weil die ja eh nichts finden würden. Andreas Scheuer ist wirklich das Gegenteil von Chuck Norris. Man denkt immer wieder, bei der Aufgabe, da kann man doch gar nicht versagen. Aber Scheuer schafft es doch. Was man ihm aber lassen muss, er ist immer noch im Amt. Das hat er geschafft. Unser Experte Heinz Strunk meint sogar, wir alle können viel von ihm lernen. Als Mr. Bleifuß verspottet. Als Big Buddy der Autobosse verdächtigt. Windiger Aufschneider, Everybody's Depp, Kaffeefahrtverkäufer. Kein Bashing scheint fies genug, um Andi Scheuer oder wie wir Nordlichter sagen, Scheuer-Andi, fertig zu machen. Was haben wir eigentlich gegen den Mann? Nur weil er stets gut gegelt ist, ein Fäscher, noch dazu schlanker Bayern-Bub, der sich nicht sklavisch an Vorgaben und Regeln hält, sich von korrupten Brüsseler Sesselpupern nicht ans Gängelband legen lässt und der weiß, dass man, wenn man ein wirklich wichtiges Vorhaben durchsetzen will, nicht auf die deutsche Bürokratie setzen sollte. Andreas hatte Großes vor. Die längst überfällige Ausländermaut. Statt abzuwarten, welche Knüppel ihm Rechnungshöfe, sogenannte Experten, Schiedsgerichte, Ausschüsse und sonstige Bedenkenträger zwischen die Beine schmeißen, hat Andi einfach mal auf die Lichthupe gedrückt und die Sache aufs Gleis gebracht. Furchtlos
unkonventionell und entscheidungsfreudig. Mr. Spatenstich hat Steherqualitäten bewiesen. Wer konnte denn ahnen, dass der EuGH, ein durch und durch korrupter Verein, der mit der europäischen Radfahrerlobby unter einer Decke stecken muss, die Maut in letzter Sekunde kippt, nur weil sie gegen europäisches Recht verstößt. Und jetzt soll Bayern-Andi plötzlich an allem schuld sein. Er würde die Salami-Taktik anwenden. Vertragsdetails und Informationen nur scheibchenweise preisgeben. So ein Quatsch! Andreas Scheuer hat sich hinter einem riesigen Aktenberg filmen lassen. Macht das jemand, der etwas zu verbergen hat? Neuester Vorwurf, er hat wichtige E-Mails nicht von seiner Minister, sondern von seiner Privatadresse geschrieben. Daraufhin ist Transparenzminister Scheuer in die Offensive gegangen und hat der Öffentlichkeit seine sämtlichen E-Mail-Konten zugänglich gemacht. Neben scheuer@scheuerlein.de die Adressen langsamfahrer@trödelträumer.com und amsteuerschlafer@linksklebenbleiber.org. Ich sage, Andi, bleib standhaft, bleib wie du bist. Ein Rohdiamant. Was ist ein Diamant? Ein Diamant ist nichts anderes als ein Stück Kohle, das Ausdauer hatte. Lernen auch Sie von Andi Scheuer. Das Scheuer-Prinzip lautet, reden Sie nicht über Sünden, reden Sie über Chancen. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Und seien Sie ein Gamechanger. Beantworten Sie die Frage, ob Sie immer Recht haben und die anderen immer Unrecht, ab sofort mit Ja. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Leben. Vielen Dank, Heinz Strunk und Oliver Durke. Jetzt rätseln natürlich alle, welche Mails Andreas Scheuer da wohl verbirgt, ja, nicht veröffentlichen will. Ich denke, wir als investigative Satire-Sendung, wir können ruhig mal reinschauen in sein privates Postfach. Es finden sich da Mails wie, schauen wir nochmal. Ah, hier, HGL 12 Tuben, sehr geehrter Herr Scheuer, Ihre Lieferung wurde versandt. Ja, aha, sehr geehrter Herr Scheuer, vielen Dank für Ihre Bewerbungsunterlagen zum Mr. Bundestag 2021. Ah, interessant, von Merkel. Andreas, komm vorbei, ich will dir mein Vertrauen aussprechen. Grüße, Angela. Was haben wir da von Dobrindt? Alle Achtung, Andi, hätte nicht gedacht, dass du den Job noch schlechter machst als ich. Hochachtungsvoll, Alex. Das ist ja auch sehr spannend. Hallo, ich bin die ehrenwert Finanzminister von Mautalonien. Wenn sie würdevoll unterschreibt, dann 560 Millionen Euro schnell. Was sonst noch wichtig war, jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Achtung! Als Politiker sollten Sie Ihren Medienkonsum nicht verramelosen. Facebook, Telegram und fast 72.000 Follower bei Twitter. Bodo Ramelow hat überall Accounts und nutzt sie intensiv. Solche Heavy-User gehen dann bei neuen Apps volles Risiko. Es passierte Freitagnacht in einem Live-Talk. Ramelow hatte in der Audio-App Clubhouse Dinge verraten, die man gar nicht für möglich hält. Nämlich, dass er bei den oft stundenlangen Konferenzen von Kanzlerin Merkel mit den Länderchefinnen und Chefs zur Entspannung ein Handyspiel gespielt habe. Candy Crush, das härteste Game unter Hardcore-Zockern. Hier muss man gelbe Zitronendrops und rote Gelee-Bonbons auf dem Spielbrett sortieren. 10 Level Candy Crush schafft er in einer Ministerpräsidentenkonferenz. Die Folge, wie so häufig, Hirnaussetzer. Am Wochenende hatte er die Bundeskanzlerin als Merkelchen bezeichnet. Daher Vorsicht, bei Clubhouse setzt Kopf aus. Abschiedseskorte statt Torte für unseren lieben Kollegen. Zu deinem Polizeiruhestand haben wir was Schönes ausgeheckt. Den Kreis Euskirchen hat eine riesen Polizeikolonne aufgeschreckt. Mit allen Fahrzeugen der Polizei. Sogar Wasserwerfer waren dabei. Holen wir dich ab, gleich da vorn. Alle mit Blaulicht und Martinshorn. Auf 17 Motorrädern geht's um die Ecken. Das Polizeiaufgebot versetzte die Leiterin einer Kindertagesstätte in Angst und Schrecken. Alles Gute von uns allen. Dein Abschied ist ja, deutlich überdimensioniert ausgefallen. Sei's drum, jetzt ist dein Moment, denn jetzt ermittelt der Kölner Polizeipräsident. War sonst noch was? Zum Beispiel bei der Polizei in NRW? Ach ja, die Kollegen in Bielefeld haben einen dreisten Verkehrsrüpel erwischt.
Die Polizei hat einem mobilen Radargerät in Bielefeld ein Knöllchen verpasst, weil Blitzer Guntram nach Ansicht der Polizei falsch abgestellt ist. Tja, da kann Guntram froh sein, dass er nicht noch zu schnell gefahren ist. Das war Abgehakt von Sini Wiegers und das war Extra für diese Woche. Jetzt kommt Captain's Dinner mit Michelle Abdullahi und Volker Lechtenbrink. Bis nächste Woche.